Einmal Profis arbeiten. Okay, ja, ich bin kein Profi mehr. Ich bin ein Veteran. Ja, Leute, lang ist es her, aber ich bin wieder hier und wir haben einen Gast. Ja, du bist mein Gast hier. Ja, okay, oder so rum und nach alter Manier, wir haben es schon öfter gemacht und zwar, wir nehmen ein Produkt. Wir haben bisher immer Legendary Duelist Decks genommen, aber diesmal nehmen wir auch wieder Götterkarten, hatten wir schon mal, aber halt in Form der Structure Decks. Wir öffnen die, tüten die ein und spielen einfach blind, ne? Genau. Kennst du Karten daraus? Teilweise ja. Ich meine, der Javier Plederbüsch, ne, der ist schon sehr, sehr gut. Also ja, also ich, Slifer-Fan, spiele natürlich Slifer. Klar, klar. Und dann bleibt mir keine andere Wahl, als Obelisk zu spielen. Genau, richtig. Und ich würde sagen, wir packen das Ganze jetzt ein und spielen dann einfach gegeneinander. Let's go. So, gut gemischt ist so halbwegs. Ja. Eingehüllt ist auch. Sehr wichtig. Dann wollen wir mal gucken. Genau, hoch entscheidet. 3. 5, dann fängst du an. Wow. Ist ja die Frage, ob es gut ist oder schlecht. Ich glaube, die sechste Karte kann. Oh, was ist aber das schöne Hand? Wow. Oha, das war gut gemischt. Ich kann leider gerade wirklich gar nichts machen. Ich kann gar nichts. Jeder macht Pass. Ja, du bist. Es ist unglaublich. Pass. Ach was? Das ist ja ein gutes Zeichen für das Structure-Deck. Ja, Pass, ich kann wieder nicht nicht! Ja, ihr Monster! Was ist das denn? Also, oh. Aber es geht, ich glaube, es geht wirklich nicht schlimmer als das. Okay. Was ist das? Ich normal beschwöre den Takt-Wyan. Ich kann seine ATK halbieren, dafür darf ich ein Token beschwören, das mache ich natürlich auch. Ebenfalls aktiviere ich Nachschubstrupp. Oh, nice, ja. Und dann greife ich dich mit 9 Hand direkt an. Okay. Dann bist du bei 7-1 und dann bist du... Gut, dann ziehe ich. Cool, okay. Ja, dann... Kannst du das auch mal spielen? Ja. Okay. Ich kann richtig gut spielen sogar. Oha! Was? Das war was? Eine Schlüsselkarte. Was? Denn ich kann Engel 01 Spezial beschwören, okay, indem ich ein Monster... Nein! Ah, oder höher vorzeige. Ja. Ja, und da du jetzt zwei Monster kontrollierst und ich eins, kann ich Seelenkreuzung aktivieren. Was? Das ist nicht dein Ernst. Dadurch kann ich zwei deiner Monster und meinen Monster nehmen. Warum habe ich ein Monster beschworen? Ich weiß es nicht. Was kann ich denn noch? Du kannst einen... Kannst du über eine zusätzliche Normalbeschwörung machen? Ach, ich kann sogar noch eine zusätzliche Normalbeschwörung machen danach. Ha, krass. Genau, jetzt kommt erstmal der Obelisk aufs Feld. Dafür spielen wir das doch. Und ja, fühle ich jetzt nicht so gerade die Euphorie. Ja, okay, man kann ich nichts machen. Angriff. Ja, kann ich nichts machen, 4000 direkt, ups. Als ob das geht mit der Karte. Kann nicht sein. Doch. So, von wegen so, nee, du kannst jetzt nicht angreifen. Damit ja, aber du hast halt keine Effekte mehr aktivieren. Das ist mir egal. Du bist... Ja, ein Monster. Doch, jetzt können wir spielen. Der Obelisk liegt einfach schon im... Warte, war das der zweite? Ne, der dritte Zug. Also der fünfte insgesamt. Die Karte ist schon echt stark. Die ist schon echt stark. Dann aktiviere ich Reaktorschleim. Okay. Ich kann da zwei zusätzliche Spielmarken beschwören. Ja. Und dann gehe ich in die Battle Phase. Was? Weil in der Battle Phase kann ich ihn opfern. Und darf dann metallisch reflektierendes Schleim vom ersten Deck. Ach cool. Und setzen. Okay. Reicht zwar auch nicht gegen Obelisk mit 3000, aber. So. Und ja, dann bist du dann. Ja, setze ich eine Karte. Denk dann, bis zum Ende des Spielzugs hast du immer noch nicht gekriegt. Mhm. Eine Karte. Eine Karte, ja, das würde mir echt ausreichen, ja, sein, aber ich kann gerade nicht machen. Ach so, ja. Dann greife ich mal an. Den. Ach stimmt, hast du die ganze eigentlich gezogen? Weiß ich gar nicht. Was? Nee, du hast sie geopfert, nicht zerstört. Ah. Ja. So, jetzt habe ich auch eine Karte ziehen. So. Ja, dann bist du. Ich brauche irgendwie Slifer. Irgendwie Slifer. Wo ist er? Du könntest mit deinem Gott meinen Gott besiegen. Nein, echt? You don't say.
Das ist schon sehr problematisch hier alles. Sehr problematisch. Dann setze ich noch eine Karte, dann muss ich abwerfen. Wow. Und dann bist du. Eigentlich eine gute Idee für so ein Slayer-Deck. Oh, krass, okay. Abwerfen ist eine gute Idee, weiß ich nicht. Hey, what? Was ist jetzt los? Schon wieder so eine Broken Card. Ich habe auf jeden Fall eine gute Karte gezogen. Okay. Ich aktiviere das einfach mal. Faust des Schicksals geht. Nein! Dann. Nein! 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 Ja, das Ding ist halt, ist das ein Token? Ja. Ja, das geht halt dann nicht, ne? Weil ich muss ein Effektmonster nehmen. Annulliere die Effekte von einem Effektmonster. Ja, es geht nicht. Dann geht's nicht. Oh, ich bin gerettet! Ich bin gerettet! Weil sonst hätte ich dann natürlich noch eine Zauber- Fallen zu stellen. Ich weiß. Kannst du ja setzen und ein gegnerisches Spiel zu aktivieren. Das ist ein Quickspell. Ja. So gute Idee, hast recht. Ja. Danke für den Tipp, ja, mein Gegner. Willst du angreifen? Ich hab irgendwie ein bisschen Angst vor Spiegelkraft. Spiegelkraft? Wo ist denn was in deinem Problem? Ja, ganz ehrlich, du bist. Ja, ich hab ein bisschen Angst. Da habe ich gerade leider keine Möglichkeit, meinen Opa zu beschützen. Wow, du hast eine gute Zauber- oder Feinkarte gesetzt, oder? Weiß ich nicht. Ins Federstoff. Oh du, ich hab kein Effektmonster, was machst du denn jetzt? Ey, dieser Flederbisch ist schon echt stark. So, aber... Ich muss mich ja irgendwie verteidigen hier, dann bist du dran. Okay. Ja gut, dann setze ich noch eine Karte. Ja. Ich warte nur, bis ich meinen Gott ziehe, dann ist dein Untergang! Ich muss ja eigentlich angreifen, ja, natürlich, ne? Weil sonst mein Gott kommt und dich vernichtet. Das ist schon echt schlecht. Trau dich. Und für jedes zerstörte Monster ziehe ich eine weitere Karte, die es mir erlaubt, Gordon Slifer zu ziehen. Eben, nee, ich trau mich nicht, du bist. Ich trau mich nicht. Oh! Nein. Diese Spiegelkraft, ey. Jetzt ist meine coole Ultra Rare auf dem Friedhof. Oh, das ist aber schade. Das war meine. Ich habe auch noch einen Flederwisch, ne? Stimmt. Ich kann die Token sogar opfern, ne? Ja, ja. Oder? Das ist jetzt ja relevant. Oh oh. Ich denke mal schon, dass man ihn opfern kann. Ja. Ja, ja, doch ich. Das Problem ist, Obelisk ist natürlich da. Ja. Aber bevor das gar nicht passiert, ich opfere den. Dann setze ein Monster. What the hell? Du bist dran. Okay. Ah, das ist cool. Ah ja? Solange du ihn draus anzugreifen. Er wartet auf Federbisch scheinbar. Dammit. Sind die Stufe 7, nicht Stufe 6. Na, das ist aber schade. Das ist ja. Da brauche ich jetzt weitere Boote für. Tja, kannst ja Obelisk abfahren. Ja, hast recht. Können wir machen. Machen wir einfach. Oh mein Gott. Wär's ein Monarch, wär's ja cool so. Jo. Ah, gut, dann. Nee, ja, du bist. Ja, jetzt. Also, theoretisch bräuchte ich ja Slifer, um dich zu vernichten. Aber. Sag bloß. Ich aktiviere Höhle der Finsternis. Aha. Hiermit werden alle Monster auf dem Spielfeld Finsternis. Auch dein Obelisk. Ich beschwöre boshafter Aufseher. Hä, wie jetzt, hä? Ich der kann. Ist Gott. Der ist Dark. Ach, der macht alle zu Dark. Ah. Ich kann jetzt ein Dark Monster auf dem Spielfeld opfern. Die Feedspell sagt aber zusätzlich, wenn ich ein Dark Monster opfern würde, kann ich auch gegnerische Monster opfern. No way. Ich opfere deinen Gott, um seine Fähigkeit zu aktivieren. Das gibt's doch nicht. als ob es geht. Und das jetzt darf ich ein Finsternis mit 2000 oder mehr Defense mir auf die Hand tun. Leider ist der eine natürlich Gott, das geht natürlich nicht. Habe ich überhaupt noch ein Target? Oh, der geht. Der geht auch. Der nicht. Ja, ja, dann nehme ich den hier. Herzog scheint. Okay. Mir ist eigentlich egal, was ich mir suche. Denn er hat einfach mehr Attack. Ich habe deinen Gott damit jetzt vernichtet. Das bringt das leider nichts mehr. Das zählt nur bei Normalbeschwörung. Er kann es auch mal feiern zerstören. Aber nur bei Normalbeschwörung. Und dann geht der Zähler und das geht jetzt alles nicht mehr. Ja. Aber ist mir auch komplett egal. Weil ich kann jetzt einfach in die Battle Phase gehen und dir einfach Angriff mit 1,6. Ja, es geht durch. Angriff mit 1,7. Ist das okay? Ja.
Das tut ein bisschen weh. Ja, findest du? 6, 5 und nochmal 1, 7 sind 3, 4, sind 3, 3 noch. Ja, und dann bist du dran. Achso, Effekt, ne? In der Endphase geht der Zugspieler in der Spielmarke für jedes Tribut der Dark Monster. Nein, das ist nicht einfach Once a Reborn für Obelisk. Nee, das nicht. Ah, das würde so viel Ressourcen kosten, das ist echt... Oh nein! Uff. Ich bin da ressourcentechnisch voll im Nachteil. Also, jetzt ich aktiviere Gehirnkontrolle. Nein! Doch! Und der ist ja speziell beschworen, ne? Nee, der ist normal beschworen. Der ist normal beschworen? Ja, kannst du nehmen. Ach so. Warte mal, kannst du dann auch meine opfern? Also ich kann auch den nehmen, ne? Der ist ja auch nochmal davon gesetzt. Ja. Ja, wahrscheinlich nehme ich das sogar. Mhm. Der ist auch stärker bestimmt, oder? Ne, dann 1,6, 1,7. Ja, ist mir auch egal. Ich aktiviere mich noch Sturmkraft der Monarchen. Oha, stark. Was opferst du? Und ich opfer dann die Verdeckte. Ja. Und den für... Für das... okay. Ja. Ja, den. Oh, du hast einen Effekt nutzen, wenn du willst. Genau, jetzt kann ich den wählen und dann irgendwie wird der... Was? Echt? Achso, das ist der andere Gizmag. Achso, ja. Aber habe ich ein Finsternis, was dieselben Angriff hat? Das weiß ich nicht, glaube nicht. Okay, müssen wir mal gucken. Ja, ich glaube so, ja nicht. Charge, charge. Hallo, mein Gegner schummelt. Fehlaktivierung. Ja, ich glaube auch. Ah, Mandragora wäre sogar fast. Da fehlen 100 Angriffe. Wow. Dammit. Ja, dann geht das wohl nicht, ne? Hexe geht leider auch nicht. Ne, okay, schade. Ja, dann möchte ich einfach nur drüber rennen. Ach, jetzt traut er sich auf einmal! Ja, jetzt habe ich Obelisk ja keinen Gott zu verlieren. Jetzt habe ich keinen Gott zu verlieren. Dann verliere ich 850, ja. Was ist das denn? 850? Ja, das 3, sind 2. 550, ja. Ja. Ein 7 hat. Ach, 550? Ja. Jetzt bin ich bei 4, 3, 4, 5. Diese 50er Stellen immer. Lästig. Boah, jetzt haben wir fast gleich viele Lebenspunkte. Ich glaube, es wird Zeit für einen Gott. Ah, ja, ja. Wo sind deine Karten? Du kannst gar nicht machen. Ja. Mach mal. Aha! Mach mal. Glauben Sie mir einfach nicht, dass ich keinen Gott rufen kann? Das ist nicht ein Gott. Ich brauche einen Gott. Du hast nur einen Gott im Deck. Houston, wir haben ein Problem. Aber. Ich habe 5 Monster. Ah, ja. Ich hoffe, der trägt weg. Ich meine, du hast ja nicht genug Handkarten. So. Für was? Jetzt so. Gerade. Das sind schon echt viel. Ja, Slifer, ich muss meine Handkarten mir bewahren. Ey, wenn ich Slifer ziehe, bist du so tot. Please don't. Oh, ich habe vergessen, eben zu ziehen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen dumm. Ist es optional? Nee, ist ein Muss-Effekt. Der musste ich jetzt nochmal ziehen, leider. Yes! Nein, leider nicht. Oh Mann, ich kann... So viel Karten, aber kein Gott. Kein ja, Schleifer. Und das Ding ist stärker, da komme ich nicht mehr. Mann, blöd gelaufen, ne? 2052 sind schon viel Angriff. Alter, ich könnte so viel Minus gehen, um den zu zerstören. Oh nein, ich kann doch nicht, warte. Warte, liege an. Oh mein Gott! Okay, ich hab ein Outfit, das Ding. Ich normal beschwöre Phantom-Himmelssprenger. Oh wow, okay. Ich kriege 2 weitere Monster. Ja. Und jetzt. Opfere ich! Nicht für einen Gott. Ich glaube gar nicht. Ich opfere jetzt alle was? Wie? 4, um ihn spezial beschwören zu können. Was macht das? Er kriegt 500 ATK für jede. Oha, okay. Und jetzt könnte ich noch ein Finsternis-Monster adden. Aber ich habe kein passendes, also ich sehe das nicht. Aber er hat ja 2500 Angriffspunkte. Okay. Und ja, das reicht, um dein Monster zu zerstören, ne, würde ich sagen. Angriff. Ja, ich glaube, dann aktiviere ich mal meine Spielkraft. Ich wollte eigentlich aufheben fürs Slifer, aber... Was? Ist das für einen direkten Angriff? Oder einfach nur ein Angriff? Nö, wenn du ein... Oh fuck, ist es gegen einen direkten Angriff? Ja! No! Wieso ist denn sie so schlecht? Angriff! Wenn wir der 52? Dann kriegst du 52 Schaden. Dann ist sie ja doch nicht so gut, wie ich dachte.
Okay. Naja, jetzt habe ich Schwierigkeiten. Zählt die auch jetzt für das? Kann. So viel für die Möglichkeit, speziell auf dem Schüler, eine gewisse Anzahl der Monster, die dem Attribut angeboten wurde. Es geht! Es geht! Wie jetzt? Ich kriege für jedes Tribut angebotene Monster. Tributierte? Bitte tributiere. Beschuldiger als Spezial schon auf Hand. Genau. Du kannst die beliebige Anzahl findest du das Tribut anbieten. Es geht! Ich kriege 4 Monster wieder! Hä, wie krass. Hä, das ist ja voll gut. So, mein Lieber. Und jetzt mach mal. Mann, ich kenne jetzt deine Spielkraft. Ja, wow. Das ist echt schlecht. Ich hoffe einfach doch, dass du die nicht zerstörst. Also, ja. Bist du. Okay. Nein. Nein, ich kann die leider wirklich nicht zerstören. Deswegen Battlefield-Angriff. Ja, wie viel habe ich noch? Ja, dann hättest du noch 650. 650 Life kannst du nur noch? Wenn nicht durchgeht, ne? Sonst hast du noch 3150. Hm. Schon gut, ne? Boah. Ja, ich glaube, ich aktiviere jetzt. Okay. Für diese eine Karte. Ins Deck, ne? Mischen. Ja, genau. Ah, das ist schon echt schlecht. Du hast noch 4 Karten da zum Tributen. Set one pass. Okay. Cool. Dann speziell würde ich erstmal Mandragora, aber ein Angriff natürlich. Ja, kein Problem. Das dürfen sie. Ja, und dann würde ich sogar auch noch... Ach so, noch was machen? Ja. Würde ich den hier nochmal beschwören? Ja. Und dann Exit. Nein. dann Exit wäre cool, ja. Dann gehe ich in die Battlefield. Ja. Und greife die 2 deiner komischen... Nein, darf ich ziehen? Ja. Und dann würde ich gerne... lassen wir das so? Also ich meine, wenn irgendwas krasses jetzt kommt, uff, dann bin ich echt tot. Das wäre nicht so gut. Das ist echt schlecht. Ach Mensch. Auf wie vielen Wegen möchten sie zerstört werden? Ja oder ja? Okay, machen wir so. Ach, nein, das ist auch doof. Oh, schwierig. Ja, ich aktiviere einfach nochmal Doppelbeschwörung. Oha! Okay, das war jetzt unerwartet, ja. Tribute ich die 2. Oh nein, ich hatte so viel den. Und ich jetzt nochmal. Effekt. Dann dreht sich um 3, kriegt meine Token. Ja, jetzt habe ich sowas auch. Ja, okay, spielstark. Nice. Meinst du, die schützen dich? Und jetzt kann ich. Was kann man jetzt noch? Meinen Tochter zu. Oh, du kannst leiden, du kannst auch Vanessa recyceln! Genau. Wundervoll, oder? Jetzt hoffe ich nur, dass ich den ziehe. Ja, aber du kannst ihn eh noch nicht rufen, diesen Zug. Das ist das Problem. Und deswegen werde ich dich vernichten. Okay. Ich brauche Slifer, bitte! Der Top-Deck des Jahrhunderts. Ich habe so viele Handkarten und ziehe ihn nicht! Das Deck ist ja noch ein bisschen, ne? Kann ganz unten liegen, das Slifer. Und chillt da. Nee, liegt nicht unten! Einfach mal Deck hochnehmen, klar, warum nicht? Judge! Guck mal, jetzt blinkt mein Morgen gerade. Kannst ihn also ziehen. Dann. Und jetzt Kreuzung spielen und dann überlässt. Nein, du hast ja schon du Kreuzung. Bist. Ich hab leider nichts. So. In deiner Endphase. Oh, okay. Das kann ich do worse. Oh. Was machst du? Zurück an die Front. Das schwört ein Monster an Defense. Okay. Wow. Du willst halt unbedingt den Slam dafür. Also. Do it. Ich spiele jetzt richtig Lotto. Okay. Der richtige Name! Hä, du weißt nicht, was da oben ist. Ja, egal, ich rate einfach. Okay, go for it. Ich sage Wiedergeburt. Krass. Okay. Ich noch nicht benutzt, ne? Nee. Ja, dann, let's go. Oh! Zauberkarte auch schon mal richtig. Oh. Ja, und jetzt? Was passiert dann? Ja, nix. Gar nichts? Achso, lege sie andernfalls auf den Friedhof. Ja, ja minus. Das ist mir egal, weil ich jetzt gewonnen habe. Oh. Und zwar, jetzt opfere ich. Hä, hast du doch Slifer? 3 Monster. Was? Um Ungeheuer Barbaros zu rufen. Den gibt's auch noch da drin? Das gibt's ja nicht. Wenn ich 3 Monster geopfert habe, darf ich all deine Karten zerstören. Puh. Alle Karten? Ja, alle Karten! Alle Karten, die dein Gegner kontrolliert. Oh mein Gott. Ja, okay.
GG, würde ich sagen. Ja, kannst du nicht, dann kannst du noch angreifen sogar. Ja, ja. Geht sogar, ne? Ja, mir fällt gerade auf, mir fehlt dir ein Monster. Aber warum? Ich hätte ja nicht game, du hast ja noch 3150. Ach so, hab ich so viel? Ich dachte 650. Nein, nein. Oh, cool. Nicht cool. Aber ich, was hab ich? Ich hab gar nichts. Marsch der Monarchen. Meine Güte. Was ist denn das für ein Stuxo-Deck? Oh mein Gott. Angriff! Ja. 3000. Das ist noch 150. Höhle der Finsternis! Ja, klar. Hätte ich nicht auch irgendwie Sachen... Hätte ich doch auch wahrscheinlich... Ach stimmt, ja. So, aber hast du egal. Gehört? Ja, ich habe mein Dings da. Hier, Mare hat ja... War ja Tribut besprochen. Ja, dann hättest du einen bekommen. Hätte ich aber auch zerstört. Ja, eben. Wäre egal. Ja, dann bist du. Ja gut, ich nehm's. Na gut, ich nehm's. Ja gut, ich nehm's auch. Vier kann ich zerstören, ja. Dann setz ich ein. War jetzt noch ein Monster! Und dann bist du. Ja. Noch lebe ich. Schade. Diesmal kann ich Schicksalsziel nicht aktivieren. Noch lebst du. Also auf wie vielen Weisen möchtest du jetzt verlieren? Sag einfach ja. Oh Gott. Na komm, jemand richtig oldschool. Brecher, magischer Krieger. Battleface 3000. Okay, dann Effekt. Dadurch kann ich Mare vom Friedhof zurückholen. Was? Das geht? Ja. Steht durch Kampf zu Schild. Du kannst einfach mal sagen. Nein, doch, geht nicht. Direkter Angriff. Ja, okay. GG. Oh Mann, Muslifer. Ich hätte. Ja, aber. Nein, drei Züge. Drei Züge. Na, ärgerlich. Ich habe die ganze Zeit drauf gewartet. Aber du brauchst halt scheinbar keinen Slifer, um zu gewinnen. Ja, leider ja. Das ist schon krass. So Leute, das war das erste Duell. Falls ihr das zweite Duell sehen wollt, schaut bei Cardjournals vorbei. Dort haben wir nämlich noch eine Runde gemacht. Und ja, ich hoffe, es wird cool und wird bestimmt sicherlich spannend, würde ich mal sagen. Genau. Also, schaut bei ihm vorbei und schönen Tag noch.